Heute werfen wir mal ein Auge auf den DAX. Ich werde euch eine Handelsstrategie vorstellen, die vor dem großen Verfall am 18. September ein klares Signal generiert. Und wir sprechen darüber, wie die fundamentale Situation ist, schauen uns aber auch das saisonale Bild an. Und damit schön, dass du wieder bei Finanzmarktwelt dabei bist. Gib mir gerne den Daumen nach oben und schau dieses Video bis zum Ende. Im DAX siehst du, hat sich die letzten Tage, Wochen, Monate relativ wenig getan. Nach dem deutlichen Anstieg sind wir in so einer Art Top-Formation. Wir haben hier in den letzten Wochen und Monaten keine deutlich neuen Höchststände entwickelt und sind eigentlich seit Juni in einer relativ volatilen Seitwärtsbewegung, die zumindest in den letzten Wochen auch etwas an Momentum verloren hat. Man sieht es, andere Indizes wie die Nasdaq sind ja deutlich unter Druck. In der jüngeren Vergangenheit, der DAX hält sich noch relativ gut, ist ja auch der Aktienmarkt, der in Europa momentan die größte Stärke aufweist. Und eine Nachricht ist mir hier besonders wichtig und wertvoll. In dem Moment, wo wir hier die 0%-Marke überschreiten, also in dem Moment, wo wir year to date ins Plus laufen, könnte ich mir auch vorstellen, dass der DAX zumindest kurzfristig einen zweiten Frühling im Herbst erleben wird und deutlich ansteigen kann. Warum das in der kommenden Woche der Fall sein könnte, das werde ich dir gleich verraten. Das Börsenjahr war ja einmalig. Wir hatten den größten und schnellsten Abverkauf aller Zeiten, gefolgt von einer der schnellsten Rallyes innerhalb von kürzester Zeit. Viele Finanzmarktakteure sind auf dem falschen Fuß erwischt worden. Private Anleger haben es hier in der Aufwärtsbewegung deutlich besser gemacht. Sie waren und sind nach wie vor sehr long, insbesondere über den Optionsmarkt. Nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland sind die Anleger momentan stark positioniert, haben auch der klassischen Sommerloch-Strategie getrotzt und haben gesagt, trotz August, trotz September möchte ich in Aktien investiert sein. Sie wurden momentan mit einer Null-Performance dafür belohnt. Dennoch, es sind auch keine großen Verluste, die hier im Buche stehen und man hält eigentlich an den Aktienpositionen fest. Spannend auch, viele neue Konten sind in Deutschland eröffnet worden. Man sieht es an den Zahlen einzelner Online-Broker, die sehr positiv ausgefallen sind, die ja auch regelmäßig reporten müssen, wie die Geschäftszahlen sind. Und wenn wir hier im DAX-Stand über die 13.400 laufen, dann haben wir auf jeden Fall auch noch Platz nach oben. Und dass es vielleicht schon nächste Woche so kommen kann, das stelle ich dir gleich mit einer Strategie vor. Das soll zur Technik gewesen sein. Gehen wir direkt mal in die saisonalen Charts mit rein. Hier siehst du die Analysen von Sisonax, die ich immer sehr gerne nutze. Und im DAX siehst du eigentlich hier diese Seitwärtsphase im August und September. Der August ist eigentlich ein sehr schlechter Börsenmonat, zumindest in den letzten 10 Jahren. Hat sich aber hier dieses Jahr nicht so bewahrheitet. Und auch diese insgesamt schlechte Phase, die ist momentan noch ausgeblieben. Wichtig dabei ist, wenn es runtergeht, geht es eben deutlich schneller und weiter. Aber durch die Maßnahmen der Zentralbanken und der Notenbanken scheinen wir hier zumindest ein Stück weit stabil zu sein. Trotzdem interessant, sich mal auf dem Arbeitsmarkt umzugucken. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wir fast 700.000 mehr Arbeitslose hatten als zum Beginn der Krise, also als im Februar 2020. Peter Altmaier hat ja gesagt, keiner wird arbeitslos wegen der Pandemie. 700.000 Mal hat er hier quasi gelogen. Und was besonders spannend ist, wir hatten ja auch das Kurzarbeitergeld, was jetzt ja auch nochmal verlängert wurde bis nach der Bundestagswahl Ende 2021. Und da kann man sehen, dass mittlerweile jeder Fünfte, also jeder Fünfte Sozialversicherungspflichtige in Kurzarbeit ist. Das ist nicht besonders gut, aber das ist der Stand der Dinge. Trotzdem ist hier die Saisonalität aktuell noch nicht der Wegweiser für den DAX gewesen, der eher positiv abgeschnitten hat. Und ich werde dir gleich noch die Strategie dazu auch zeigen. Schauen wir uns jetzt hier nochmal speziell das Verhalten für Wahljahre an. Also schauen wir jetzt nur mal nach amerikanischen Wahljahren. 2020 wird ja gewählt. Allein über das Thema könnte man noch stundenlang reden. Mache ich an der Stelle nicht. Was hier spannend ist, wenn wir uns die Bewegung von August bis zum 18., 19. September angucken, also genau die Börsenwoche, die vor uns liegt, sehen wir hier zumindest in der Saisonalität aus den letzten 32 Jahren, also mit 8 Observationen hier durch die Wahlen sind es leider natürlich ein paar weniger, dass wir hier eine Phase haben, die sogar positiv ist. Im August und im September ist es so, dass wir saisonal sogar gestiegen sind, dass wir also in dieser Zeit und auch in der nächsten Handelswoche durchaus steigende Kurse bekommen können, zumindest was das Saisonale angeht. Und die Handelsstrategie, die ich versprochen habe, die weist auch genau darauf hin. Hier siehst du eine meiner Lieblingsstrategien, die sogenannten heißen Hexen. Die Idee möchte ich nur grob skizzieren. Es geht darum, dass man insbesondere bei steigenden Kursen vor dem großen Verfall, der am 18. September ist, wichtig auch, großer Verfall ist überall bei Aktienmärkten, global in Asien, in Europa und natürlich auch bei den Futures
in den USA. Was passiert da? Es verfallen die Optionen auf Aktien, die Optionen auf Indizes. Das ist nicht großartig besonders. Das passiert jeden Monat. Und was hier besonders dabei ist, es verfallen jetzt auch die Futures. Also die Futures auf die Indizes bedeutet also, dass der September-Future dann am 18. September ausläuft um 13 Uhr im DAX, um 12 Uhr im Eurostoxx und um 17 Uhr, soweit ich mich erinnere, im S&P 500. Und die Strategie sagt jetzt, kaufe am Montag den DAX oder eben auch andere Indizes. Hier siehst du im Backtest den DAX dargestellt und halte die Position bis Donnerstagabend. Und da kannst du hier eine sehr schöne Performance machen. In den letzten 3-4 Jahren ist die Strategie eher seitwärts gelaufen. Hier, das war dieser Dezember-Einbruch 2018, damals kurz bevor die Geldpolitik von Jerome Powell gedreht ist. Bis zur Notenbank ging es hoch, aber am Donnerstag und Freitag ging es dann nochmal deutlich runter. Und der Donnerstag steckt hier auch in der Performance noch mit drin. Zuletzt gab es wieder bessere Signale. Und das ist eine Strategie im aktuellen Umfeld mit dieser saisonalen Stärke, die auch historisch eine Trefferquote von 69% hat. Also wenn du hier in der Woche vor dem Verfall long gehst, kannst du gute Ergebnisse erzielen. Wenn du das in steigenden Märkten sogar nochmal machst, also wenn du hier einen trendfolgenden Ansatz verfolgst, kleiner Tipp von mir, ist die Performance sogar noch ein Stück weit besser. Ja, du hast einen massiven Drawdown von 20%. Das war hier, weil die Strategie auch mit einem Hebel von 2 gehandelt wurde. Oder wird. Und damals die Strategie auch noch bis Freitag drin geblieben ist. Wir haben das ein bisschen optimiert. Aber die Idee ist, das, was ich dir vorstellen möchte, einfach, dass vor dem Verfall die Aktienkurse eher ansteigen. Und du siehst es hier mit 70 Trades. Du hast ja davon leider nur 4 im Jahr, weil nur 4-mal im Jahr der Verfall ist. Jeweils der dritte Freitag im dritten Monat des Quartals, also Dezember, ist dann der letzte für dieses Jahr. Und jetzt am 18. September ist eben der nächste große Verfall. Man spricht ja auch vom Hexensabbat. Und wenn du eben vorher long gehst, hast du hier eine relativ stabile Statistik. Die hatte eine sehr gute Performancephase über insgesamt 13, 14 Jahre. Und natürlich kannst du es weiter optimieren. Hier geht es nur um die einfache Idee. In den letzten 4 Jahren ging es eher seitwärts. Aber ich finde die Strategie nach wie vor sehr gut und werde auch in der nächsten Woche eher im DAX nach Long-Gelegenheiten suchen. Also hier eher probieren, auf die Käuferseite zu kommen. Damit danke, dass du dir meine Inhalte angeguckt hast. Und gerne auch bis zum nächsten Video.